So. Ja, das da haben wir. Was mit dir? Du bist voll? Ja. Also sollten wir auch genug. Ja, 9500 Roheisen, 9400 Eisenplatten, 14.000 Kupferplatten. Ich mache das jetzt einfach. Das ist mir egal, was der Giro in der Vergangenheit gesagt hat. Ich baue jetzt noch eine Schmelze und die ist nur fürs Stahl zuständig. Und wenn wir sie später nicht mehr brauchen, dann reißen wir sie einfach ab. So, hast du jetzt davon. Du nimmst da raus, du tust da rein, Shift rechts, Shift links und es ist getan. Oh, Produktivitätsmodule. Mist, da war was. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Fünf Stück. Jetzt mich veräppeln. Ja, die brauchen auch alle Stahl. Ich glaube, eine Schmelze reicht nicht. Wow. Ich habe keinen Stahl für die Stahlschmelze. Raus, rein. Aber wenigstens so ein bisschen hilfst du jetzt beim Gegenanarbeiten. Mal gucken. Was fehlt da alles noch? Fünf von den Boilern. Die Boiler werden bei weitem noch nicht so weit sein, die Orangen herzustellen, oder? Sind die Boiler? Doch. Die warten noch auf mehr lila Chips und Stahl. Nimmer. Und das da auch. Heftiges sie bitte wieder. Ja, warten auf Stahl. Dann hätten wir auch die Boiler fertig. Fünf Boiler fehlen nur. Die sind bestimmt so positioniert, dass sie maximal viele Steam Engines nicht befüttern, hm? Genau, die beiden. Das nächste, dass alle auf der linken Seite sind oder auf der rechten. Das ist da ein bisschen. Krummel. Selber bauen kann ich keiner, weil auch kein Stahl da ist. Ja gut, das hätten wir dann auch geklärt. Ich baue einfach mehr Solar. Was? Es hilft uns jetzt auch nicht, oder? Doch, ich kann einfach noch viel mehr Solarpanels bauen und danach noch mehr Solarpanels bauen und dann noch mehr Solarpanels bauen, bis ich irgendwann gar keine Stromprobleme mehr habe. Und dann baue ich einfach zigtausend Schmelzen. Ja, ich sehe keinen Fehler in dieser Logik. Außer, dass das alles zeitlich zu sehr verschoben ist, dass es klappen könnte. Weil selbst wenn ich jetzt viel Strom habe, kann ich nicht viele Schmelzen bauen, weil ich nicht genug Stahl habe, um die Schmelzen zu bauen. Und weil ich nicht den Stahl habe, um die Tech 8 Module zu bauen. Aber trotzdem, schaden tut es nicht. Gib mir die da und dann fülle ich das dann auf. So. Damit das nicht mehr ganz so komisch hier aussieht. Bist du ein Primary? Nein, du bist ein Secondary. Was? Ach, das hier sind noch alte Secondaries. Weg mit euch! Allesamt weg! Sind alle falsch und verlogen überhaupt. Einmal abbauen, bitte. Sehr cool. Okay. Und einmal wieder aufbauen, bitte. Mit leicht veränderter Konfiguration. Wobei, warte mal. Stopp, 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 stopp. Oh, zu spät. Geht das so? Ja. Okay, also mit dem roten Blueprint kann ich auch die blauen Blueprints canceln, bevor sie gebaut werden. Dann lasse ich das einfach hier unten frei für diverse andere Projekte und mache wirklich nur hier oben drauf dann das neue Zeug. Wobei wir hier oben schon wieder keinen Roboter haben. Also bis hier müsste noch gehen. Das ist noch im gelben Bereich. Aber die Ecke da wird nicht mehr gehen. Also ich bräuchte erstmal einen Roboport, der wieder Stahl braucht, und zwar hier irgendwo. Fisch mal ganz kurz nach dem Roboport. Nimm bitte Stein weg, nimm bitte Rohre weg. Ich hätte gerne 100 davon und 100 davon. So. Das sollte okay sein. Das Licht kann hier weg. Es kommt da oben wieder irgendwo hin. Genau so. Dass hier alles ordentlich beleuchtet ist. Ja, das ist.
Nicht optimal mit den Robopores, aber es haut erstmal hin. Okay. Haben wir... Bitte lass mich ein bisschen starr sehen. Nur ein ganz kleines bisschen. Nee. Hab ich denn wenigstens Stahl bekommen? Auch nicht. Was ich gleich mache? Ich nehme mir gleich eine Schmelze, die nicht am System angeschlossen ist. Und gieße da meinen eigenen Stahl. Hab ich hier irgendwo noch... Ja, nö. Doch da, Electric... Electric Furnace MK1, komm mal her. Du bekommst jetzt den da und den da. Du machst jetzt Stahl für mich. Wow, dauert das lange. Ein Stahl. Nein, okay. Du weg, du weg. Speedmodule? Beschleunigt das Ganze schon mal immens, aber verbraucht halt auch wesentlich mehr Eisenplatten. Wobei wir Eisenplatten ja genug haben, sozusagen. Das könnte ich einfach. Ich könnte einfach für eine Folge oder so alle Produktivitätsmodule rausnehmen und stattdessen Speedmodule reinhauen. Hör mal kurz auf mit dem Spielkram. Ich guck mal, was für Speedmodule wir inzwischen schon automatisiert haben, weil momentan laufe ich hier ja nur mit Vierern rum. Ah, okay, die Fünfer und Sechser haben wir noch gar nicht angeschlossen. Ja, schade. Gib mir mal die Hälfte davon. Dadurch verbrauchst du jetzt wieder Stahl. Ja, nee, ist okay. So, du. Du bist 160% produktiver. Beim Crafting Speed von 4. Crafting Speed von 16,8. 160% produktiver wäre gewesen Crafting Speed von 8, 12 oder so. Also ist auf jeden Fall um einiges schneller. Verbraucht aber halt auch mehr Ressourcen. Das ist mir jetzt aber gerade Wayne. Raus, rein. Wir haben eh nur 3 davon, ne? Ja. Okay. Aber es sollte um einiges schneller Stahl kommen und dann hoffentlich so ein bisschen das Ganze auffangen. Aber jetzt auf die Zahlen zu starren, bringt gar nichts, weil erstmal alle Kisten aufgefüllt werden müssen. Und es sind viele, viele, viele Kisten. Im Idealfall kriege ich jedoch auch zwischendurch was ab. Dann setze ich noch eine Schmelze, die auch nur mit Geschwindigkeitsmodulen arbeitet. Da brauchen wir zwar tierisch viel Eisen, aber das ist dann halt so. Im Notfall schnappen wir uns den Eisenvorposten da auch noch mit einer noch größeren Mauer. Da habe ich jetzt absolut keine Probleme mehr mit, jetzt wo wir sie immer wieder wegbursten können. So, wo ist die neue Schmelze? Da ist die neue Schmelze. Ist nicht super Hightech, aber ist dann halt so. Du. Shift rechts, Shift links. Gib ihm. Sehr schön. Mehr Stahl. Fiu. Stahlplatten sind immer noch 8600 nur noch. Ja, das hält sich, aber das ist okay. Gut, jetzt kriegen wir hoffentlich die Sachen, die wir brauchen, endlich auch mal produziert. Und ich habe im Spieleinventar auch genug. Was meckert er da oben? 49 Primary Solar Mist, ich hab's schon wieder verwechselt. Oder? Also die Maschine ist richtig eingestellt. Egal was ich denke und so weiter, die ist richtig eingestellt. Du bist richtig eingestellt. Was fehlt dir jetzt? Rote Chips. Da. Primary Solar Panels, genau. Weswegen ich gerade ein wenig verwirrt war, ist, dass ich hier unten ja was abgerissen hatte. Weil sie Primary waren oder weil sie Secondary waren? Weiß ich gar nicht mehr. Also eventuell habe ich sie unnötigerweise abgerissen und oben wieder rangebappt, aber dann ist das halt so. So, Solarzellen kommen. Strom ist bei 8,6 Gigajoule Puffer inzwischen. Oh. Und die arbeiten endlich alle. Oh, sehr schön. Okay. 100 Grad, 100 Grad, 100 Grad, 100 Grad. So muss das sein. Alles tadellos, alles voll. Gut, gut.
das Eisen, da muss eigentlich alles weg. Weil hier muss gleich die nächste Anlage davon hin. Ich will keine verdammten Stromprobleme mehr haben. Ich könnte... Achso, warte mal, die sind jetzt alle mit dem Hauptnetz verbunden, ne? Ja, sind sie. Oder? Nee. Die... doch, da. Gut, das ist jetzt sinnlos. Die hier sind nicht mehr getrennt, weil sie jetzt auch darüber da verbunden sind. Also wir haben jetzt gerade kein Backup-System. Aber wisst ihr was, es ist mir inzwischen auch egal, weil ich denke, in diese Steinzeit werden wir nicht wieder zurückgeworfen werden. Wo wir vor, keine Ahnung, 20 Folgen oder so waren. Dass die Akkus wirklich durchgehend leer waren und in diese Todesspirale eingesetzt hatte. Wo es ziemlich wahrscheinlich war, dass wir auch wirklich sterben, aber es hat nochmal geklappt. Also da dürften wir nicht nochmal hinkommen. Nicht, wenn wir immer fleißig weiter mehr Engines bauen und immer mehr Solarpanels und so weiter. Das heißt, ich kümmere mich jetzt nicht mehr um die Verkabelung. Also alles ist jetzt in einem System. Das heißt, wenn ich jetzt hier ganz hinten reingucke, werde ich trotzdem dasselbe sehen wie überall anders auch. Genau. Ja, das ist okay. Das ist völlig okay. Vorerst. Was hatte ich noch? Kupfer, Zinn, Zink. Habe ich den Blast Furnace inzwischen? Ja. Was brauchst du denn Schönes, um Zink einzuschmelzen? 800er Lava? Och nö. Genau die andere Richtung. Ja gut, das sollte aber nicht so schwer sein. Was haben wir da? 1200er Lava. Komm mal her. Tausende, 800er. Tausende. 800er. Da brauchen wir gar keine Kisten, gar keine Ärmchen, gar keine komischen Einstellungen. Ist alles cool. So, du... da. Du hättest gerne komisches Ditec-Zeug. Zink. Ja, dazu habe ich auch was gelesen. Dass auch noch neue Ressourcen dazukommen bei Ditec 2.0. Yay! Und dass fast alle Vanillerezepte nicht mehr aktiv sind, sondern stattdessen Ditec-Ressourcen verwendet werden. Yay! Ich sehe mich schon in den ersten Folgen der nächsten Staffel verzweifeln daran, eine stinknormale Fabrik aufzubauen. Nochmal gucken. So, Zink kommt an. Wird allerdings nicht reingelegt. Braucht Zinkrohr. Du bist Zinkrohr. Achso, weil schon an Kapazität. Okay. Dann kommst du mal hier lang. Das heißt, wir haben jetzt Zink, wir haben das, wir haben das. Wo drin muss das Gunmetal Alloy überhaupt gemacht werden? In noch einem Blast Furnace. Warum nicht? So, den setzen wir irgendwo hier hin. Ich noch Substations. Nö, ich habe nur dieses alte Zeug. Weg damit. Ja, das da unten müsste ich eigentlich auch mal sortieren. Aber nee. Jetzt wüsste ich sogar, wie ich es richtig machen muss. Also es war Steuerung und mittlere Maustaste. Vielen Dank nochmal für den Kommentar. So kann man es auch wieder entblauisieren. Bau Sub... was? Oh, Substations. Das braucht auch Stahl. Gott verdammt. Na, wenigstens hatten wir noch Stahl, um den Blast Furnace jetzt zu bauen, sonst wäre das echt nervig. Oh, ich krieg sogar Stahl angeflogen. Das verheißt Gutes. Ich sehe trotzdem noch keinen Stahl drin. Nö. Also unter 100 Stahl sind es noch. Schade. So, Blast Furnace ist. Go, go, go. Fertig. Setzen wir dich mal einfach irgendwo hin, dann bekommst du jetzt Strom von wo? Es geht. Ist doch alles doof. So, du. Da. Du machst jetzt Gunmetal. Liquid Gunmetal. Brauchst keine Lava, das ist sehr gut. So, wo kommt was rein? Warum bist du leer? Liquid Copper ist alle.